Düsseldorf. Der Millionär und Bauunternehmer Christoph Kröner ist auf dem Weg zum Oberbürgermeister. Geschäfte. Ich bin nicht der Bürgermeister, nein. Der Herr Geisel. Wo ist der Herr Geisel? Der wird da drin sitzen, gut bewacht. Ah, dann komme ich hin. Christoph Kröner ist einer von Deutschlands Superreichen. Interessant. Wenn er einen Termin bei einem Stadtoberhaupt möchte, bekommt er ihn. Manchmal hat der Bauunternehmer 4 solcher Treffen am Tag. Der Privatjet macht es möglich. Deutschlands Vermögende. Menschen, die viel zu sagen haben, aber meist schweigen, während sich ihre Millionen vermehren. Wenn Sie 250 Millionen haben, schmeißen Sie das Geld zum Fenster raus und dann kommt es zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt, Sie kaufen Autos, das Auto kriegt Mehrwert. Sie kaufen Häuser, die Immobilien kriegen Mehrwert. Sie gehen in Gold, das Gold wird Mehrwert. Sie können es nicht durch Konsum zerstören, das Geld. Ein halbes Jahr lang hat sich Christoph Kröner filmen lassen. Mit ihm und vielen anderen schaut dieser Film auf Deutschland. Auf den ersten Blick ist es ein reiches und mächtiges Land, voller Chancen. Doch wenn man genau hinsieht, in kaum einem Industrieland ist der Reichtum so ungleich verteilt. Erfolg hängt oft von der Herkunft ab. Warum ist das so? Bedrohen die großen Unterschiede den Zusammenhalt? Um Antworten zu finden, führt dieser Film um die ganze Welt, zu einem Nobelpreisträger, zu den Besten ihres Fachs. Sie erforschen Ungleichheit. Die Welt steht heute am Scheideweg. Die Menschen spüren, dass ihnen die Kontrolle über ihre Länder gestohlen wird. Ungleichheit ist das drängendste soziale Problem unserer Zeit. Herzlich willkommen im Ungleichland. Berlin, kurz vor 8 am Morgen. Dieses Haus hat Christoph Kröner erst kürzlich gekauft. Der Steglitzer Kreisel. Er soll einmal der höchste Wohnturm der Stadt werden. Millionär Kröner will heute in weniger als 5 Minuten bis ganz nach oben joggen. Ein Wettkampf gegen sich selbst. 30 Etagen, 120 Meter, 600 Stufen. Ein Mitarbeiter stoppt die Zeit. Da. Also eine halbe Minute schneller als letztes Mal. Eigentlich war es perfekt. Die 2 Sekunden, die schaffe ich noch. Christoph Kröner ist wohl das, was man einen Leistungsträger nennt. Er hat sich ohne reiche Eltern vom Bauhelfer zum Millionär hochgearbeitet. Nur eine Handvoll Firmen in Deutschland baut so viele Häuser wie seine, auch in Berlin. Fast 4000 Wohnungen, weitere 3000 sind im Bau. Wir haben hier mitgewirkt im Wohnungsbau. Die CG-Gruppe, die Christoph-Gröner-Gruppe, hat inzwischen 500 Mitarbeiter. Ihr Chef hat in den letzten 20 Jahren ein Vermögen aufgebaut. Rund 80 Millionen privates Geld plus Firmenanteile. Auch seine Mitarbeiter haben gute Verträge, sagt er. Unten bewacht Mario Lauterbach die Tür. Ich bin seinerzeit 14 Jahre zur Schule gegangen. Ich spreche 2, 3 Sprachen, 2, 3 Fremdsprachen. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich noch mal die Möglichkeit hätte und vielleicht auch die innere Initiative, Rechtsanwalt, Richter. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Als Wachmann verdient Mario Lauterbach um die 2000 Euro brutto im Monat. Es ist nicht leicht, Christoph Kröners Reichtum dazu in Relation zu setzen. Der eine hat um die 2000 Euro brutto, der andere lebt von seinem Millionenvermögen. Kann der Wachmann von dem, was er bei mir verdient, leben? Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Und wenn es kann, dann habe ich als Unternehmer ordentlich gearbeitet. Und wenn ich Unternehmer bin, dann Wachmann so anstellt, dass er von seinem Gehalt nicht leben kann, dann habe ich was falsch gemacht. Also Sie meinen, der Vergleich mit Ihnen ist Unsinn? Der ist Unsinn. Ich bin in 30 Jahren 3-mal nicht zur Arbeit erschienen wegen Krankheit. Fragen Sie mal meinen Wachmann, wie oft der wegen Krankheit nicht da ist. Wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, bin ich bei der Arbeit. Wenn ich 40 Grad Fieber habe, bin ich bei der Arbeit. Wenn meine Frau mit mir Krach macht und mich die Nacht nicht schlafen lässt, bin ich bei der Arbeit. Fragen Sie mal einen Wachmann. Das zu vergleichen ist nicht gerecht und ist nicht richtig. Wird er sich jemals auch ein Haus mit Pool leisten können?
Wird er nicht. Aber das will er gar nicht. Ich kenne ja meine Wachleute. Würden Sie gern mit Herrn Grüner tauschen? Da ich jetzt nicht spontan Ja sage, wäre die erste Antwort, wenn ich spontan antworten müsste, Nein. Und ich glaube, wenn ich länger darüber nachdenken würde, auch nicht. Was weniger an seiner Person liegt oder an dem, was er tut, sondern einfach an meiner Einstellung, dass ich ganz so viel Verantwortung nicht haben möchte. Hätten Sie gern ein Haus mit Pool? Ja, aber dann vielleicht nicht hier in Deutschland. Wo denn? In Griechenland. Wie groß sind die Abstände zwischen denen in der Mitte und denen oben in Deutschland? Um welche Summen geht es insgesamt? So offen wie Christoph Gröner ist kaum einer von Deutschlands Superreichen. Und so gibt es über sie kaum Daten, während Armut statistisch genau erfasst ist. Seit mehr als 20 Jahren versucht ein Team des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung herauszufinden, wie sich das Vermögen der Deutschen verteilt. Wenn man einmal versucht, die Vermögensverteilung in Deutschland relativ plastisch darzustellen, dann kann man das recht einfach in Form von einem DIN A4-Blatt. Und zwar kann man sich, wie in der Schule, kann man sich so ein Koordinatensystem hier vorstellen mit einer X-Achse und Y-Achse. Und mit der Y-Achse, die hier liegt, trage ich einfach die Höhe des Vermögens ab. Und zwar kann man hier auf diesem Blatt Papier problemlos 95% der Bevölkerung in Deutschland abtragen. Nämlich so ungefähr in der Form, dass ich hier unten anfange, meistens im Minusbereich, nämlich ein Teil der Bevölkerung ist verschuldet oder sogar überschuldet. Dann kommt ein relativ weiter Bereich, wo Vermögen faktisch mehr oder weniger null sind. Und dann so langsam am äußeren Rand steigt das exponentiell nach oben hin an. 95% der Bevölkerung. Und die Frage ist natürlich, wie weit weg ist der reichste Mensch? Platz 1 der Reichenliste des Manager-Magazins belegt die Unternehmerfamilie Reimann mit einem geschätzten Vermögen von 33 Milliarden Euro. Während 95% der Deutschen auf ein Blatt Papier passen, wären sie davon ganze 6,6 Kilometer entfernt. Ungleichheit ist kein neues Phänomen. Was neu ist, ist der Weg, wie man zu Reichtum kommt. Wie einfach ist es heute noch, sich Wohlstand selbst zu erarbeiten, aufzusteigen? Christoph Gröners Aufstieg begann vor gut 20 Jahren hier, in Leipzig. Er investierte, als die Preise noch ganz unten waren. Alles Ruin gewesen, alles Schrott. Alles, was Sie rechts und links sehen, ist von uns saniert, gebaut, vermietet. Inzwischen baut er in der Stadt laut Firmenangaben jede dritte neue Wohnung. Auch im ehemaligen Industriestadtteil Leipzig-Plagwitz hat Gröner wie viele andere investiert. Auf einer Fläche groß wie 18 Fußballfelder. Da kommt Familie Klaus. Thomas, Katrin und die Kinder Gustav und Luise. Sie wohnen um die Ecke zur Miete und wünschen sich ein Zimmer mehr. Also es ist ein Stück Oase in einem bebauten Umfeld, muss man wirklich sagen. Klassische 9 Wohnungen und jeweils obendrauf gesetzt 2 Penthäuser, jeweils eine große, eine kleine. 4 Zimmer, 143 Quadratmeter Wohnung mit 60 Quadratmeter Dachterrasse. Ja, also ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Penthouse ist nicht das, was wir brauchen, was wir bezahlen können, denke ich, realistischerweise. Ich denke, es ist eine klassische Vierraumwohnung mit Balkon oder Gartenanteil. Ich denke, das ist das, was wir brauchen, was wir suchen würden, was interessant ist. Etwa 450.000 Euro würde die Vierzimmerwohnung kosten. Lange war ein Zuhause, das einem selbst gehört, für Mittelschichtsfamilien der übliche Weg, um ein bisschen Vermögen aufzubauen. Nach dem Besuch auf der Baustelle haben Thomas Klaus und seine Frau Katrin das Angebot durchgerechnet. Dein Papa, ja. Im Moment lebt die Familie im Wesentlichen von seinem Einkommen. Kann es etwas werden mit der Oase inmitten der Stadt? Man lässt sich vor Ort dann schon erstmal ein bisschen begeistern und auch ein bisschen weit blenden von dem schönen Ansehen, von dem schönen Projekt. Und auch die Frage, an wen richtet sich das Projekt? Na, an junge Familien, so wie Sie. Ne? Das ist einerseits schmeichelhaft, andererseits, wenn man dann den Preis hört und das sich zu Hause nochmal durch den Kopf gehen lässt, sind das natürlich Regionen, wo ich sage, die kann eine junge Familie oder eine junge Familie wie wir eigentlich überhaupt nicht stemmen.
Erbe nicht in Sicht, andere Geldquellen auch nicht in Sicht. Also man hat schon irgendwo die Angst, dass da die Perspektive nach unten, in die untere Mittelschicht, ist, glaube ich, wesentlich näher als der Schritt nach oben in die höhere Mittelschicht. Und das geht, glaube ich, allen so. Ich habe das Glück, ich habe einen großen Arbeitgeber. Ich denke, ich habe da einen Jackpot hier in Leipzig. Aber das heißt ja nicht, dass wir Schritt halten können mit der Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Familie Klaus gehört zu einer Gruppe, die in den letzten Jahren unter Druck geraten ist. Die Mittelschicht. Menschen, die kein Vermögen haben, sondern sich Wohlstand erarbeiten müssen. Tausende schrieben in den letzten Monaten online schon unter dem Hashtag Ungleichland zum Film. Veröffentlichten zum Beispiel ihr Gehalt. Eine Industriekauffrau, Automobilbranche, 1.600 netto. Eine Sozialarbeiterin in der Reha-Klinik, 1.648 netto. Ein Bauingenieur, 1.970 netto. Ein Facharzt nach 12 Jahren Ausbildung, 2.768 netto. Mit einem Nettoeinkommen von 3.500 Euro im Monat gehört man als Single in Deutschland zu den oberen 10%. Besonders ungleich das Vermögen. Die Hälfte hat weniger als 17.000 Euro. Davon kann man sich leisten, einen Golf, einfachste Ausstattung oder Schuhe und Bekleidung für 1,6 Kinder von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Oder 3,3 Quadratmeter einer Neubauwohnung in Frankfurt am Main. Wenn die Mittelschicht nicht von einer blühenden Wirtschaft profitiert, wer dann? Der allergrößte Teil des Zuwachses an Einkommen ist den wenigen Menschen ganz oben auf der Einkommensskala zugute gekommen, dem oberen Prozent. Die Einkommen von Menschen aus der Mittelschicht und unterhalb der Mittelschicht sind nicht gestiegen, teilweise sogar gesunken. Eine breite Mittelschicht ist für eine friedliche und demokratische Gesellschaft unerlässlich. Die fortschreitende Polarisierung der Gesellschaft und die immer kleiner werdende Mittelschicht wird zu Problemen führen. Wir betreten hier Neuland. Und wir sollten uns fragen, ob eine erfolgreiche Gesellschaft wirklich funktionieren kann, wenn die Schichten so weit auseinanderdriften. In Berlin an der Rigaer Straße ist der Konflikt zwischen denen, die Angst haben, zu den wirtschaftlichen Verlierern zu gehören, und dem sie vorwerfen, hier das Geschäft seines Lebens zu machen, schon öfter eskaliert. Wenn Christoph Gröner zu seiner Baustelle kommt, schützt ihn in der Regel die Polizei. Zu groß ist die Wut auf ihn. Ich höre Ihre Mittagspause heute. Schönen guten Morgen oder einfach mal guten Tag. Hallo, grüße. Seine Gegner haben das erste Aufeinandertreffen gefilmt. Hier entsteht ein äußerst soziales Projekt. Ist das Dialog? Ihr wollt keinen Dialog? Nein. Frage nur in die Menge, ist das ein Dialog? War schönes Wetter. Ja. Okay. Da haben die mich ja zum ersten Mal erlebt. Das ist ja sozusagen die Urstunde des Feindbildes. Ein Unternehmer, der in der Lage ist, zu argumentieren und nicht klein beigibt. Glaubt ihr wirklich, wir bauen nicht mit eurem Haut ab? Glaubt ihr wirklich? Tut ihr wirklich das Glauben? Wie blöd seid ihr denn? Wie dumm seid ihr denn? Und das ist eben dieses Verblödet, da muss ich wirklich auch sagen, Denken, das in der Gesellschaft vorherrscht, immer dieser direkte Bezug. Da hat einer Geld verdient und der ist vermögend geworden. Ja, und das hat er an anderen geklaut. An diesen Stellen wird eben einfach Politik gemacht. Auf Teufel komm raus, der vermietet hier für 12 Euro, das kann sich kein Mensch leiden. Wir haben hier 35 Quadratmeter Wohnung, 40, 50 Quadratmeter Wohnung. Die kann sich jede Krankenschwester sogar bei 14 Euro einen Quadratmeter leisten. Wenn die nur gut genug ausgerichtet ist, tolles Licht hat oder sonst was, dann lebt die für ihr Leben gern lieber als da drüben 60 Quadratmeter für 8 Euro. Christoph Gröner weiß, dass auch viele seiner Handwerker oder die Polizisten, die ihn schützen, nur schwer bezahlbare Wohnungen finden. Doch für ihn sind seine Millionen Quadratmeter nicht Ursache des Problems, sondern Teil der Lösung. In einer freien Gesellschaft ist es schwer, das Gleichgewicht zu finden. Zwischen dem Ziel, Anstrengung Einzelner zu belohnen und dem Wunsch, alle teilhaben zu lassen. Was ist, wenn das nicht mehr gelingt? Eine wesentliche Erkenntnis unserer Forschung ist, Ungleichheit sorgt dafür, dass sich die Menschen voneinander entfernen. Sie zerrt am sozialen Gefüge, zerfranst es. Ungleichheit treibt uns auseinander.
sowohl räumlich als auch von unseren Erfahrungen her, psychologisch. Ungleichheit ist nicht grundsätzlich schlecht. Natürlich haben Menschen unterschiedliche Begabungen. Sie sehen anders aus, haben nicht dieselben Eltern. Der Punkt, an dem ich mir als Soziologin Sorgen mache, ist, wenn Menschen Vermögen anhäufen. Und das bedeutet, dass sehr viel Geld von Generation zu Generation weitergereicht wird. Das zementiert die Ungleichheit in einer Gesellschaft und schränkt gleichzeitig die Chancen für den Rest der Bevölkerung ein. Unter Deutschlands Reichen gibt es manche, die sich hochgearbeitet haben. Aber noch mehr, die ein besonderes Startkapital hatten. Christian Freiherr von Bechtolsheim kann seinen Stammbaum bis ins Jahr 1135 zurückverfolgen. Er ist ein Nachfahre der Fugger, der reichsten Familie des Mittelalters. Baron von Bechtolsheim durchfährt seinen Wald mit einem Pinzgauer, einem alten österreichischen Militärwagen. 300 Hektar, irgendwo in der Mitte Deutschlands. Wo genau soll unerwähnt bleiben? Das war seine Bedingung für die Dreharbeiten. Der Diskretion wegen. Wald zu besitzen ist einfach ein wunderbares Gefühl, weil man hier sozusagen die Verfügung darüber hat. Ich glaube, die Zeitverlegerin Gräfin Dönhoff hat mal gesagt, muss man immer alles, was man liebt, auch besitzen. Ich kann die Frage gut verstehen, philosophisch, aber wenn man sie von seinem natürlichen Instinkt her beantwortet, würde man am liebsten Ja sagen. Also man möchte gerne Dinge, die man als schön empfindet, besitzen. Rums. Am Mainkai in Frankfurt arbeitet von Bechtolsheim während der Woche als Vorstand eines großen deutschen Family Office. Diese exklusiven Büros kümmern sich um das Vermögen millionenschwerer Familien. Noch nicht einmal alle Mitarbeiter hier wissen, um wen es sich dabei handelt. Während es der Mittelschicht heute kaum noch gelingt, durch Sparen und Zinsen ein kleines Vermögen aufzubauen, bietet Baron von Bechtolsheim seinen Kunden den Zugang zum weltweiten Anlagemarkt. Und dann erarbeitet man gemeinsam eine Vermögensstruktur, eine künftige. Man sagt, so und so viel möchte man in Immobilien anlegen und Aktien vielleicht 30%. Man macht vielleicht 10% Renten und 10% Cash. Und der Rest wird alternativ investiert in Private Equity, in Forstwirtschaft und so weiter. Wir helfen Familien, ihr Vermögen über Generationen zu erhalten. Das ist unser Anspruch. Um herauszufinden, wie das genau gelingt, hat sich die Soziologin Brooke Harrington selbst zur Vermögensmanagerin ausbilden lassen. Eine der wichtigsten Lektionen, die man während der Ausbildung zur Vermögensverwalterin lernt, ist, die Welt als eine Art rechtlich-finanzielles Einkaufszentrum zu sehen. Man geht zu den verschiedenen Staaten wie zu Läden in einem Einkaufszentrum und man sucht sich die Gesetze und Bedingungen aus, die am besten zu einem bestimmten Vermögenswert passen. Im Entree des Family Office formiert sich eine globale Investmentkette. Die Vermögenden vertrauen ihr Geld von Bechtolsheim an. Er investiert es unter anderem bei diesen Fondsmanagern. Die schicken es um die Welt. Damit am Ende mehr abfällt als ein Sparbuchzins. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich fand ja, um das gleich mal zu Beginn zu sagen, mit der Performance, wie Sie bisher gebracht haben, sind wir wirklich zufrieden. Insgesamt, glaube ich, sind wir momentan bei 9,3% seit Jahresanfang. Das Erfolgsgeheimnis Ihres Fonds sei die Geldanlage zu automatisieren, sagen Sie. Dafür haben Sie einen Algorithmus programmiert, der die wirtschaftliche Weltlage scannt und in Ampelsignale umrechnet. Bei Grün kauft der Computer viele Aktien, springt das Signal auf Gelb oder Rot weniger. Wir sind emotionslos gesteuert, wir haben keine Emotionen. Unser gesamtes Setup, unser gesamter Algorithmus ist rein quantitativ.
Also normale geopolitische Verwerfungen wie in Syrien oder und so weiter, auch die Ukraine, nichts davon hat eine derartige weltwirtschaftliche Dimension, dass es wirklich die Weltwirtschaft aus dem Takt bringen kann. Mhm. Und das ist unser Maßstab, wo wir in die Ampel nur eingreifen, dass es ein Ereignis sein muss, das die Weltwirtschaft aus dem Takt bringen kann. Und das hat zumindest in der Geschichte ein konventioneller Krieg nicht vermag. Viele würden jetzt sagen, hier sitzen sechs gut verdienende Menschen am Tisch, die sich nur darum mühen, wie sie Vermögen vergrößern können. Für viele sind sie der Wasserkopf der Wirtschaft. Was entgegnen Sie denen? Offen gestanden gar nicht, weil Gott sei Dank fragt mich das nie einer. Ich finde es gerade zu frech. Nein, also in Deutschland denkt jeder, er geht mit 18 in die Deutsche Bank, macht dort eine Lehre, dann wird er Prokurist und dann wird er irgendwann Abteilungsdirektor und mit 65 scheidet er aus und war dann zum Schluss B-Direktor mit einer Dattelpalme im Zimmer und zwei Armlehnen am Stuhl. Diese Welt ist auf jeden Fall vorbei. Es hat sich insgesamt etwas verschoben. Von der Realwirtschaft, die auch reale Dinge hervorbringt, wie Autos, Häuser oder Dienstleistungen, hin zu einer Finanzwirtschaft, die vom weltweiten Finanzinvestment lebt. Anfang der 1970er Jahre war die Relation von realer Wirtschaft zu Finanzwirtschaft noch 1:1. Im Jahr 1990 dann 2:1. Im Jahr 2000 3:1. Und heute liegt das Finanzvermögen der Welt bei knapp 300 Billionen Dollar. Verglichen mit 80 Billionen Dollar in der Realwirtschaft. Das heißt fast viermal so viel. So sind neben den Banken neue Mächte gewachsen. Vermögensverwalter und Investmentgesellschaften. Die größte der Branche, BlackRock. BlackRock hält zum Beispiel ca. 6% der Siemens-Aktien. Fast so viel wie die Familie Siemens selbst. Und auch an allen anderen DAX-Unternehmen ist BlackRock beteiligt. Ebenso an einigen der größten Unternehmen weltweit. Insgesamt verwaltet BlackRock mehr als 6 Billionen Dollar. Damit betreuen die Investoren mehr Geld als die Staatseinnahmen der USA, Großbritanniens und Deutschlands zusammen. Das sind ganz klare Elemente einer Kunstwelt, für die nur ein abstrakter Geldbetrag zählt, aber nicht die Lebensqualität vor Ort, bei den Menschen, bei den Märkten, in der Gesellschaft. Thomas Klaus arbeitet seit 9 Jahren als Ingenieur bei Siemens, engagiert sich im Betriebsrat. Er könnte sich vorstellen, hier bis zur Rente zu bleiben, ob mit Dattelpalme oder ohne. Siemens hat zuletzt 6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Aber im Oktober 2017 gibt es plötzlich Gerüchte. Angeblich machen Investoren Druck. Das Werk sei nicht zukunftsfähig. Ja. Dann stehen wir da. Dann haben wir alle gedacht, wir sind ein Teil des großen Getriebes. Und dann sagt uns irgendein Jurist, sind wir aber nicht. Und dort sehe ich ein riesen Risiko für uns, dass wir dann mit leeren Händen da stehen. Weil dann haben wir verloren. Wenn wir dort rausgerissen werden, ohne dass wir es selber steuern wollen, können, dann haben wir wirklich eine komplette Niederlage hier in Leipzig, glaube ich, vor der Tür stehen. Es dauert nur wenige Wochen, dann ist klar, das Werk soll geschlossen werden. Wenn sich das Management durchsetzt, werden Teile womöglich auch dahin verlagert, wo billiger produziert werden kann. Wohl nach Tschechien, Indien oder China. Egal, wie lange das Szenario jetzt dauert, irgendwann gibt es ein Datum und dann arbeite ich nicht mehr 1 Kilometer von unserer Wohnung entfernt. Dann habe ich nicht mehr dieses Einkommen und diese Sicherheit, die ich jetzt noch habe. Und da muss man sich angucken, was das Budget noch hergibt. Dann bin auch ich auf dem Arbeitsmarkt und das wird nicht einfach. Dessen bin ich mir bewusst. Und das kann schon erhebliche Umbrüche ergeben, wenn man ehrlich ist, ja. Zum Beispiel? Das Familienbudget, das Monatsbudget, wird unsere Wohnung, die wir jetzt haben, nicht mehr hergeben. Guten Morgen. Gerade erst hatten sie sich nach einer neuen Wohnung umgeguckt. Jetzt sieht es so aus, als könnten sie vielleicht nicht einmal die alte Mietwohnung auf Dauer behalten.
Familie Klaus möchte in der Gegend bleiben. Hier sollte ihr Sohn demnächst in die Schule gehen. In einem sehr guten sozialen Umfeld leben wir hier. Das sind nicht die klassischen Ausreißer dabei, wo man sagt, ob das Kind so die Chance hat. Weil es wird eigentlich ganz stark geprägt vom Elternhaus, vom elterlichen Umfeld, vom sozialen Umfeld. Und ich finde auch Freunde, die ich im Kindergarten habe, auch wieder in der Schule. Genau, ne? Je unsicherer die eigene Zukunft, desto wichtiger werden die Chancen der Kinder. Wenn der eigene Job in Gefahr ist, hat die Mitte Abstiegsangst. Und diese Angst ist nicht nur ein Gefühl. An der Universität in Stanford hat man die Abwärtsentwicklung bereits durch Zahlen bestätigt. Der Ökonom Raj Chetty hat ausgewertet, wie sich das Einkommen über Generationen verändert hat. Er beschreibt einen Trend, der sich in den USA, aber auch in Deutschland zeigt. Bei den Kindern, die 1940 geboren wurden, haben 92% mehr verdient als ihre Eltern. Wenn man sich ansieht, wie sich das verändert hat, erkennt man ein Muster, das wir den schwindenden amerikanischen Traum nennen. Bei Kindern, die Mitte der 80er geboren wurden, verdienen nur noch 50% mehr als ihre Eltern. Sie sind dann die Verlierer der Globalisierung, wenn sie nicht sehr gut ausgebildet sind. Denn gute Bildung macht Menschen flexibler auf dem Arbeitsmarkt. More able to move from one job to another. Weil Bildung vielleicht nicht das einzige, aber sicher das wichtigste Mittel ist, mit dem Menschen ihre Lebenschancen verbessern und ihre Ziele erreichen können. Das Versprechen, mein Kind wird es einmal besser haben, war bislang die bescheidene mitteleuropäische Variante des amerikanischen Traums. Bei Bauunternehmer Christoph Gröne hat das noch funktioniert. Erscheint der Traum mehr und mehr unrealistisch, hat das Folgen. Eltern, die es sich leisten können, versuchen, die Chancen des eigenen Kindes zu maximieren. Auch Christoph Gröner tut das. 3 seiner 4 Kinder gehen auf Privatschulen. Das Internat der Älteren kostet 3.000 Euro pro Kind im Monat. Sie sollen in diesem Film nicht zu sehen sein. Er versucht als Familienvater natürlich das Beste für seine Kinder herauszuholen. Eine allgemeine Schule bedarf der Fürsorge der Eltern auch stark unter der Woche. Und da falle ich in der Funktion, in der ich bin, einfach komplett aus. Und da ist es wahrscheinlich ehrlicher, so habe ich das auch mit meinen Kindern gehalten, zu sagen, von Montag bis Freitag ist der Vater, der Papa nicht da. Und die Zuwendung, die ihr bräuchtet in dieser Zeit, die kann ich euch nicht geben. Es ist aus meiner Sicht ehrlicher zu sagen, in der Zeit haltet ihr euch unter bester Beaufsichtigung woanders auf. Natürlich ist es so, dass sie dann automatisch, was den Ausbildungsstand betrifft, die Chancen besser stellen, ihr Kind in den Chancen besser stellen, als es vielleicht andere Kinder in einer normalen Schule haben. Es gibt in Deutschland ein Ideal. Bildung darf nicht vom Geld der Eltern abhängen. Der Staat sorgt mit Steuergeldern dafür, dass alle Kinder in gute Schulen gehen. Dass sich Arm und Reich mischen. Eigentlich. In Berlin beschäftigt sich Bildungsforscher Marcel Helbig mit diesem Aspekt von Ungleichheit. Hält der Staat sein Versprechen noch ein? Sowohl die Zahl der privaten Schulen insgesamt als auch die Zahl der privaten Grundschulen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Konkret, in den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Privatschüler insgesamt um 30% erhöht. Bei den Grundschulen war es extrem. Hier hat sich die Zahl der Privatschulen vervierfacht. Und das kommt eben dadurch zustande, dass man auf der einen Seite Eltern hat, die es bezahlen und dagegen nicht vorgehen. Auf der anderen Seite eine Schule haben, die natürlich diese hohen Schulgelder brauchen oder glauben zu brauchen, um eine gute Bildung hinzubekommen. Noch ist nichts verloren, weil wir sehen, dass die Zukunftsvisionen von Personen in ganz unterschiedlichen Schichten sich immer noch ziemlich ähnlich sind. Aber wir müssen handeln und das, was wir im Moment machen, ist nicht der richtige Weg. Der Staat sollte darüber wachen, dass gute Chancen für Kinder nicht am Geld der Eltern hängen. Im Moment gelingt das nicht. Und so übernehmen andere einen Teil der Verantwortung. Die Charity Gala der Laughing Hearts Stiftung in Berlin. Christoph Gröner ist an diesem Abend Mitveranstalter und sammelt Spenden für chancenlose Kinder.
4 Stunden geschlafen, ich habe Energie für 10 Tage. Ich weiß, dass heute viel auf dem Spiel steht. Wir müssen Geld einsammeln für die Kinder. Die Motivation ist ganz oben. Christoph Gröne hat eine kleine Auktion mitorganisiert. Zum Beispiel haben wir eine ganz wundervolle Rolex. Wird die Luxusuhr zu einem guten Preis ersteigert, bekommt ein Berliner Kinderheim etwa einen neuen Sportplatz. Was bringt Lionel Messis goldener Schuh ein? Auch die Berliner Senatorin für Gesundheit und Gleichstellung ist heute gekommen. Und ich muss sagen, der Anblick ist wirklich schön. Ich sehe gerne auch schöne Menschen. Und dabei tun sie was Gutes. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Senatorin Dilek Kolat nennt man hier Schirmherrin. Mitentscheiden, was mit dem Spendengeld passiert, wird sie nicht. Passend zum Thema singt Pia Golücke, bekannt aus einer Kinder-Casting-Show. Es ist eine Veranstaltung, unterstützt vom Steuerzahler. Und sicherlich ist es so, dass wir sowas wie eine Werbemaßnahme dort von der Steuer absetzen können im Betrieb. Das heißt, der Staat zahlt tatsächlich die Hälfte mit. Aber die andere Hälfte zahlen wir immer noch. Aber ich muss dir leider ein bisschen hier auf der Heiligen Turm ein bisschen German Sex machen. Mädchen, wir müssen an dem Auftritt noch ein bisschen was machen. Deswegen, da du jetzt von einem Geschenk gesungen hast, würden wir dir auch gerne selbst ein Geschenk machen für deine Hand. Wow! Ein Abendkleid für heute. Nicht ihr, genau, danke dir. Bitteschön. Pia, meine Damen und Herren. Wir, die Leute, die Gas geben, die Zeit haben, die das Geld haben, wir müssen uns einbringen. Wir sind der Staat, wir haben eines der schönsten Länder der Welt, wir haben die besten Möglichkeiten. Lassen Sie uns daran helfen, Chancengleichheit für die Kinder, Chancengerechtigkeit für die Kinder herzustellen. Vielen Dank. Dankeschön. Und so wird aus Reichtum Einfluss. Aus Geld wird Macht. Über 1 Million Euro kommt an diesem Abend zusammen. Doch was ist mit den Städten und Dörfern, in denen es solche Abende nicht gibt? Wer hat das Allgemeinwohl im Blick? Wessen Aufgabe ist das? Sichere Arbeit, gute Schulen, bezahlbarer Wohnraum. In Köln hat Christoph Gröner gerade die halbe Deutz-Mühlheimer Straße gekauft. Für etwa 350 Millionen Euro will er hier das Coloneo bauen, ein neues Stadtviertel. In seiner Kölner Niederlassung sprechen er und seine Mitarbeiter heute über die noch ausstehende Baugenehmigung. Hallo. Grüß Sie, hallo. Ohne sie kann Gröner nicht richtig loslegen. Es geht ihm zu langsam. Der Herr Hoffmann hat das Projekt mittlerweile ziemlich im Griff und wir sind im November in der Einreichung Bauantrag. Okay, aber 1.7. Baubeginn ist ein bisschen spät, ja? Mit 12 Monaten Genehmigungszeit bei der Stadt Köln. Ich würde versuchen, trotzdem auf die Tube zu drücken. Machen wir ja an allen Ecken und Enden. Die Stadt gibt aber auch klar zu verstehen, dass sie Prioritäten in der Bearbeitung setzen muss, weil sie das Personal nicht hat. Nee, das geht nicht. Da müssen ein Gespräch mit der Bürgermeisterin her. Ich will im Frühjahr diese Baugenehmigung haben. Das gibt's doch überhaupt nicht. Okay. 30.3. Ich will die 30.3. haben. Ich möchte am 1.4. anfangen. Ich will 18 Monate später einsehen. Die Erfahrung lehrt uns. Ja, Erfahrung alleine interessieren mich diesbezüglich nicht. Wir können Ihnen ja dann ankündigen, dass die Niederlassung Nordrhein-Westfalen sich dann vielleicht doch nach Düsseldorf orientiert. Das wird die Herrschaften, die das da gerade in der Hand. Ich glaube, dass die Frau Reker, wenn die Gewerbesteuerzahlungen der CG-Gruppe hier anteilig wegfallen. Das müssen wir dann wird sie schon beeindrucken. Mhm. Bin ich fest davon überzeugt. Ein paar Kilometer weiter. In einer Kletterhalle treffen sich Kölner Bürger.
Stadtgespräch. Wie sollte Köln Ihrer Meinung nach einmal aussehen? Welche Themen treiben die Bürger um? Wohnung für 10 Euro kalt. Ich kann mir die nicht leisten. Mittendrin die Gastgeberin, Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Wo sind wir denn? Ostheim, Wäldchen, Böhnberg, Buchheim, Kalk hier. Hier sind wir. Guten Abend, hallo, Herr Skani, guten Abend. Auch hier geht es um die Frage, ob sich Arm und Reich nicht zu sehr voneinander abschotten. Ich kann Ihre Wahrnehmung nachvollziehen, aber wir können weder den Menschen vorschreiben, wo sie hinziehen, noch wo sie wegziehen. Das entscheidet noch jeder selbst. Dass Städte selbst Wohnungsbau betreiben, für Sozialwohnungen sorgen, war lange politisch gewollt. Doch seit den Privatisierungen der 90er Jahre überlässt man das Feld privaten Investoren, obwohl tausende Wohnungen fehlen. Deshalb braucht Frau Reker Herrn Gröner. Und das mit der Baugenehmigung scheint am Ende doch schneller zu klappen als gedacht. Eine Stadt ist aufgerufen, Grundstücke zur Verfügung zu stellen, Baugenehmigungen zu erteilen und dafür zu werben, dass eben in dieser Stadt werthaltig gebaut werden kann. Der soziale Wohnungsbau in Köln sieht auf den Fotos gut aus. Damit holen wir Investoren. Wir haben sogar eine eigene Briefmarke zu unserem sozialen Wohnungsbau. Aber wir haben eben noch nicht genug Investoren angezogen. Wie reagieren Sie, wenn Investoren sagen, wenn ihr jetzt nicht dies und jenes tut, dann können wir ja auch einfach weggehen mit unserem Projekt? Das machen die Investoren. Aber sie wissen auch, dass sie bei mir auf offene Ohren stoßen. In der Kletterhalle zeigt sich, viele Kölner fühlen sich mit steigenden Mieten, mit der Abhängigkeit von Investoren, oft aus dem Ausland, alleingelassen. Wer entscheidet heute darüber, wie Deutschland aussieht? Wer hat die Macht? Parallel zu diesem Film gibt es online DocuPy mit Videos aus dem Ungleichland. Auch dieses. Menschen aus Duisburg-Marxloh und Leipzig-Grünau antworten auf die Frage, wer hat die Macht in Deutschland? Was glauben Bundestagsabgeordnete, wie die Antworten ausfielen? Merkel? Politiker? Politiker, denke ich, werden sie nicht gesagt haben, denn die Politiker haben, weiß Gott, nicht die Macht. Naja, sicherlich haben viel zu wenige geantwortet, dass sie selbst die Macht haben. Die großen Konzerne. Die wenigen Reichen. Die Wirtschaft. Ich vermute, Sie haben gesagt, die Wirtschaft. Sollte das Volk sein und ist das Kapital. Die Konzerne. Nicht die Politiker. Es ist scheißegal, wer da oben sitzt. Die, die das Geld haben. Frustriert Sie das, dass die Leute das gesagt haben? Nein, das stimmt ja. Also diejenigen, die das sagen, haben ja recht. Aber das ist ein Problem für die Demokratie. Ja, das sorgt mich. Mir wäre es lieber, Sie würden denken, dass die Politiker die Verantwortung tragen. Ich glaube, wir müssen auch dagegen halten. Also wir müssen schon zeigen, dass wir sozusagen dem Kapital an der Stelle nicht hinterherlaufen. Was passiert, wenn zu viele glauben, dass das Volk und seine Vertreter keine Macht mehr haben? Der Münchner Jascha Munk lehrt Politik an der Universität Harvard und hat sich damit beschäftigt, wie sich Ungleichheit auf die Demokratie auswirkt. Hier in Deutschland hat sich viel verschoben. Vor 20 Jahren meinten zum Beispiel immerhin 16% der Deutschen, sie wünschten sich einen starken Anführer, der sich nicht mit Wahlen und Parlamenten herumschlagen muss. Mittlerweile sind es 33%. Wie wichtig ist es für Sie, in einer Demokratie zu leben? Fragten Forscher alte und junge Menschen auf der ganzen Welt. Das Ergebnis? Egal ob in den USA, in Polen, in den Niederlanden oder Spanien. Je jünger die Befragten sind, desto unwichtiger ist die Demokratie für sie. In Deutschland halten noch 2/3 der über 50-Jährigen die Demokratie für wesentlich. Aber nicht einmal die Hälfte der unter 30-Jährigen. Für jüngere Menschen ist das alles sehr abstrakt. Die Vorstellung, dass wir irgendwann die Demokratie verlieren könnten und dann im Kommunismus, im Faschismus landen, die ist für sie sehr weit hergeholt. Und deshalb sind sie vielleicht auch zu Experimenten mehr bereit und sagen sich, naja gut, die Leute hier, Herr Trump, die Leute von der AfD, von mir aus auch die Leute von linkspopulistischen Parteien,
Die scheinen zwar zum Teil Sachen anzugreifen, die ich eigentlich ganz gut finde, aber so schlimm kann es nicht werden. Schauen wir mal, was sie tun werden. Längst kann man auch in Deutschland beobachten, wie Populisten die Sorgen der Menschen in Worte fassen. Zum Beispiel dort, wo sie Angst haben, bald ihre Arbeit zu verlieren. Ja, liebe Landsleute. Die AfD protestiert gegen die Schließung eines Werkes. Die etablierten Parteien sind heute nicht gekommen. Verärgert sind wir, wenn Siemens in Görlitz dicht macht und stattdessen nach Tschechien geht. Abgesehen davon haben wir es satt, ein Billiglohnregion zu sein. Wie viele von Ihnen gehen von früh bis spät arbeiten und das Geld reicht trotzdem vorne und hinten nicht? Auch vor Thomas Klaus liegt jetzt eine Zeit voller Unklarheit. Er geht nicht zu den AfD-Veranstaltungen, bewusst nicht. Dass die Plätze dort voll werden, kann er aber verstehen. Ja, ich will es nicht verurteilen. Am Ende greifen Menschen auch nach jedem Strohhalm. Und wenn es Menschen gibt, die sich von der etablierten Politik abgehangen oder nicht wahrgenommen fühlen, dann ist es schon ein Stück weit nachvollziehbar, dass man zum Strohhalm greift und bei der Partei mitläuft, die einem irgendwie suggeriert. Und das auch glaubhaft möglicherweise, dass sie wirklich für die eigenen Interessen eintritt. Es besteht die Gefahr, dass diese Entwicklung eine Art Groll der unteren Schichten, auch der Mittelschichten, gegen die Globalisierung nährt. Die Auswirkungen konnte man in den USA sehen, aber auch in Frankreich. Mit der Ablehnung der Globalisierung, der Ablehnung Europas von Einwanderung. Die Leute haben das Gefühl, von den Oberschichten im Stich gelassen worden zu sein. Die Menschen sind verärgert in vielen europäischen und nordamerikanischen Ländern. Und sie haben auch gute Gründe dafür. Aber ihre Aufmerksamkeit ist auf Dinge gelenkt worden, die nicht wirklich die Ursache ihres Ärgers und ihrer Frustration sind. Das ist gefährlich. Die Welt steht heute am Scheideweg. Wenn es nicht gelingt, einen neuen sozialen Vertrag zu schließen, werden die, die verletzt worden sind, die vielen, vielen Menschen, die verletzt worden sind, rebellieren. Bevor die Sehnsucht nach einfachen Lösungen zu groß wird, braucht es neue Antworten. Aber was hilft weiter? Sollten Vermögen anders als heute doch versteuert werden? Oder sollten Reiche in einen Staatsfonds einzahlen, aus dem gute Schulen und soziale Wohnungen finanziert werden? Müsste man ein paar Plätze im Bundestag unter allen Bürgern verlosen? Unter dem Hashtag Ungleichland finden Sie online Lösungsvorschläge. Was wäre Ihre? Christoph Gröner würde gerne weiter mitgestalten. Gerne noch ein bisschen mehr als bisher. Fühlen Sie sich denn mächtig? Ja. Und wer ist mächtiger, Sie oder Politiker? Naja, wir sind schon mächtiger, wir Unternehmer. Wir sind deutlich mächtiger, weil wir sind unabhängig. Ich würde gerne in die Politik irgendwann mal gehen. Haben Sie denn schon konkrete Schritte geplant für Ihren Weg in die Ich gründe gerade eine Partei. Ehrlich? Ja. Weil ich glaube, es kommt bald eine Zeit, in der es wichtig ist, dass Akteure auf den Plan treten, die heute noch nicht sichtbar sind.